In Deutschland sagen wir dazu ein Klassiker und damit ganz herzlich willkommen zu Accord Germany und einem weiteren Review. Heute habe ich für euch den Hennessy Extra Old dabei, einer der meistverkauftesten Cognacs auf dieser Welt. Den möchten wir uns heute mal etwas genauer ansehen. Legen wir los und viel Spaß mit dem Review. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass Hennessy zu einem der größten Cognac-Produzenten weltweit gehört. Ja, sie sind sogar der größte Cognac-Produzent mit 100 Millionen produzierten Flaschen pro Jahr. Das Unternehmen wurde bereits im Jahr 1765 von Richard Hennessy gegründet. Wir sind jetzt mittlerweile in der 8. Generation, also immer noch in einem familiengeführten Unternehmen unterwegs. Auch wenn man mittlerweile Bestandteil ist des großen Luxuskonzerns Louis Vuitton Moët Hennessy. Und sie haben, wie ich finde, ein sehr schönes Besucherzentrum in der Stadt Cognac. Also wenn ihr mal in Cognac unterwegs seid und vielleicht gerade nicht viel Zeit habt, schaut es euch gerne mal an. Ihr könnt dort etwas über die Geschichte, über die Produktion und klar auch etwas über Hennessy selber lernen. Bei Hennessy hat man eine Tradition und zwar täglich um 11 Uhr treffen sich verschiedene Masterblender, um Cognacs zu probieren, Cognacs zu blenden, also miteinander zu vermischen. Denn man legt bei Hennessy einen sehr großen Wert auf ein einheitliches Produkt, also die Standardabfüllungen, wie jetzt zum Beispiel der VS oder VSOP, wie man sie bei Hennessy hat. Hier will man eben schauen, dass man immer wieder ein gleichwertiges Produkt in Farbe und natürlich auch in der Qualität hat. Der Extra Old, den wir heute jetzt verkosten werden, zählt natürlich auch zu diesen Standardabfüllungen dazu, ist natürlich bei den Standardabfüllungen das etwas gehobenere Produkt. Hennessy bezieht die Fässer überwiegend von umliegenden Produzenten und das ist natürlich ein ganz großer Vorteil für die Produzenten, denn sie haben hier langjährige Verträge mit Hennessy, haben immer die Garantie also dadurch, dass ihre Fässer abgenommen werden, müssen also nicht schauen, dass sie ihren eigenen Cognac selbst auch verkaufen. Sie haben hier jetzt eben die Möglichkeit, sich an Hennessy zu wenden, dort Fässer abzugeben und somit garantierte Einnahmen zu haben, was natürlich wirtschaftlich gesehen ein ganz wichtiger Faktor ist. Wie eben schon mal ganz kurz erwähnt, es gibt eben die Standardabfüllung bei Hennessy. Man legt hier natürlich auch das Hauptaugenmerk auf diese Standardabfüllungen, gerade der VS und der VSOP. Diese werden ja auch sehr gerne für das Beimischen von Cocktails verwendet. Und darüber hinaus gibt es dann auch noch besondere Flaschenformen immer wieder, die man auf den Markt bringt oder Dekanter, irgendwelche besonderen Verpackungen. Also auch hier ist man natürlich marketingtechnisch immer wieder auf dem aktuellsten Stand. Und der Extra Old gehört eben auch zu diesen Standardabfüllungen dazu. Den möchten wir uns jetzt etwas genauer anschauen. Legen wir los mit der Bewertung und Verkostung des Cognac. Von unserem heutigen Cognac habe ich hier ein kleines 5cl-Sample erworben. Ich blende euch aber natürlich hier drüben einmal die Großflasche ein, damit ihr euch das natürlich auch etwas genauer nochmal anschauen könnt. Es gibt den Cognac in verschiedensten Größen, in verschiedenen Verpackungen, inhaltlich natürlich immer das gleiche Produkt. Der Extra Old ist ein Blend aus verschiedenen Cognacs und angeblich sind es bis zu 100 verschiedene, die hier verwendet wurden. Wichtig an der Stelle ist zu erwähnen, dass der jüngste Cognac, also der jüngste Teil des Blendes, 10 Jahre alt sein muss. Die verwendeten Cognacs stammen aus unterschiedlichen Regionen. Wir haben hier Cognacs aus der Petite Champagne, der Grand Champagne, dem Fimbois und dem Borderie. Darüber hinaus wurde der Cognac 1870 bereits von Maurice Hennessy gegründet und war damals nur dem engsten Freundeskreis zugänglich. Die Haupttraubensorte, welche hier verwendet wird, ist die Uni Blanc-Traube. Wir haben einen Alkoholanteil von 40% und ich vermute schon mal sehr stark, dass man hier Zuckercouleur zur einheitlichen Farbgebung verwendet, denn wie bereits vorher mal kurz erwähnt, man legt hier einen großen Wert auf die Einheitlichkeit der Standardabfüllungen und dies erreicht man eigentlich nur mit der Zugabe von Zuckercouleur, wenn auch vielleicht nur minimal, aber dass eben das Farbniveau immer stimmt. Preislich liegen wir jetzt bei der 70cl Flasche bei 170 Euro. Ja, soweit die Informationen zur Abfüllung. Nun starten wir mit der Verkostung. Schauen wir uns einmal ganz kurz die Farbe an vom Cognac. Der Cognac hat einen sehr dunklen Farbton, wie bereits kurz vorher erwähnt. Ich weiß natürlich jetzt leider nicht, wie viel gefärbt wurde, ob gefärbt wurde, aber vermutlich wurde eben gefärbt. Auf jeden Fall einen schönen Kastanienfarbton hat er.
Und dann schauen wir uns mal die Aromen an. Ja, es ist schon mal gleich zu Beginn eine schöne Fruchtigkeit, die er hat. Eine ganz dezente Holzwürzigkeit ist auch da. Aber schon die Fruchtigkeit hier etwas über der Würzigkeit stehend. Also gleich hatte ich so ein bisschen die getrockneten Feigen. Vielleicht auch so ein bisschen was wie ja, so getrocknete Aprikosen, auch so ein paar Rosinen sind dabei. Und aber weil es doch auch wirklich eine sehr süße Note ist, auch ein Honig, aber vielleicht so ein bisschen diesen frischen Lavendelhonig. Also sehr fruchtig, süß die Nase. Ja, schauen wir mal geschmacklich, was er drauf hat. Santé. Geschmacklich ein bisschen mehr die Würzigkeit jetzt da. Hier so ein bisschen, tatsächlich so ein bisschen Milchschokolade, ein bisschen Zimt und auch schon eine Fruchtigkeit im Geschmack, vielleicht so ein bisschen was wie Pflaumen und Pfirsiche. Also die süßen Früchte, keine Bitterkeit. Und im Abgang schon auch wieder so ein bisschen die Schokolade, ganz so ein bisschen wieder die Milchschokolade. Er ist jetzt kein so intensiv würziger Abgang. Ein bisschen Vanille war auch dabei. Ein bisschen Rosinen wieder da. Ein bisschen Marzipan, also Abgang ist immer noch da. Also schon auch ein schöner mittellanger Abgang. Und aber auch so ein bisschen diese Kaffee- und Pfeffernoten, also gleich die Würzigkeit durch diese Pfeffrigkeit ein bisschen. Und wie gesagt, dieser Kaffee so ein bisschen hinten raus noch. Ja, also ein ganz guter Extra Old, wie ich finde, tatsächlich. Fand ich jetzt nicht verkehrt. Aber jetzt auch jetzt nichts, was mich jetzt irgendwie umgehauen hat. Man muss ja vielleicht auch nochmal ein bisschen sehen. Ja, liegen wir jetzt bei 170 Euro. Gibt definitiv auch günstigere Extra Olds. Ja, ist ein guter Preis, mit Sicherheit. Ansonsten, ja, er hat schon trotzdem eine gewisse Komplexität. Also klar, man merkt hier die verschiedene Anzahl an Cognacs, die er natürlich hat. Machen dem Ganzen natürlich etwas mehr Volumen, mal ein bisschen mehr Komplexität. Ein bisschen einfach eine größere Bandbreite an Aromen auch. Er ist jetzt nicht überfordernd, er ist durch die 40% natürlich auch angenehm, ja, fast sogar schon ein bisschen elegant vom Stil her. Und er ist eher auf der süßeren Seite, wie jetzt auf der würzigeren Seite zu Hause. Und auch dann im Abgang tatsächlich und bleibt auch so eine gewisse Süße und Würze übrig. Ich gebe ihm 86 Punkte, weil ich ja doch jetzt auch ganz zufrieden war damit und auch nicht negativ oder irgendwie jetzt enttäuscht bin. Dafür war es einfach dann doch zu gut. Genau, soweit soll es das gewesen sein zum Hennessy Extra Old. Ich blende euch hier sehr gerne auch nochmal meine Homepage ein, falls ihr mal schauen wollt, was demnächst für Reviews kommen, falls das euch interessiert oder was schon in der Vergangenheit ich für Reviews gemacht habe, könnt ihr sehr gerne hier mal nachschauen. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier ein Abo dalasst, um keine neuen Reviews und Videos mehr zu verpassen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!